Hallo liebe Filmfreunde, mein Name ist MovieFan1982 und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Collectible. Ja, heute geht es um den Film Dune, der Wüstenplanet. Und ihr könnt ja sehen, ich habe hier schon etliches aufgebaut und ich möchte euch in dem Video einige DVD-Versionen von dem Film vorstellen und eine Blu-ray-Hardbox. Und ihr habt gesehen, hier, das ist alles, was jetzt kommt. Und ich würde sagen, der Verwirrung halber tue ich erstmal die großen Boxen weg, die kommen zum Schluss. Und ich fange jetzt erstmal an mit den etwas unspektakuläreren Sachen, nämlich den DVD-Editionen. Und dann könnt ihr hier sehen, das ist die erste Auflage von Dune, der Wüstenplanet, in einer Armoray-Hülle. Das Ganze ist von Laser Paradise, das könnt ihr auch hier unten erkennen. Und so sieht das Ganze von der Seite aus. Ich muss jetzt hier nicht das ganz detailliert reinhalten. Das ist, wie gesagt, eine handelsübliche Armoray-Hülle. Und zu dem Filminhalt, falls ihr das nicht wisst, worum es geht, zeige ich euch dann bei den etwas sinnvolleren Editionen, worum es in dem Film geht. Das ist der Datenträger, die DVD. So. War auch nicht besonders teuer, ein paar Euro nur. Und dann haben wir eine digital überarbeitete Fassung, und zwar ist diese von Marketingfilm. Die kam etwas später raus. Steht auch hier drauf: New Edition mit perfekte Bildqualität. Da wurde ein bisschen digital überarbeitet. Das Ganze sieht verkehrt rum. Das Ganze sieht so dann aus von der Seite. Halt auch eine ganz normale Armoray-Hülle. Also nichts großartig Besonderes. So, könnte man eigentlich. Ich lasse euch das mal bei dem Film, weil das gut lesbar ist hier drin. Könnt ihr ja dann anhalten. Ja, da ist glaube ich noch ein Werbeflyer. Ne, Werbeflyer ist nicht drin, aber es hat. So sieht die DVD aus. Und hier drin ist dann kein Wendecover, das ist das Kapitelmenü aufgedruckt. Ich zeige euch das mal. Hier könnt ihr auch sehen, das ist die sogenannte Extended, also die TV Extended Version von dem Film. Die ist etwas länger als die normale Kinofassung. Und dann kommen wir zu einer weiteren Veröffentlichung, und das Ganze ist von, ja, Astrofilms Best Entertainment. Das ist die 180-Minuten-Fassung, steht auch hier riesengroß drauf. Davon gibt es zwei Cover-Varianten. Inhaltlich sind die komplett identisch. Und da wurde alles, was es über den Film an Bild- und Tonmaterial, was es da gibt, wurde da reingepackt. Und es müsste auch hier hinten draufstehen. Ja, zeige ich dann gleich nochmal in die Kamera. Zu den Aufnahmen muss man Folgendes sagen: Es sind nicht alle komplett in Deutsch. Das heißt, es wurde untertitelt. Und das Bild ist, soweit ich weiß, in dieser 180-Minuten-Fassung gibt es kein voll digitalisiertes, aufgebessertes Bild, sondern liegt das Ganze in den Maßen der Qualität vor, was halt das Bestmögliche war. Und hier unten steht halt drinne, was ich eben schon gesagt hatte, dass nicht alle Aufnahmen mit Originalton, also mit deutschen Ton unterlegt werden konnten. Deswegen ist da der O-Ton, also Englisch, mit deutschen Untertiteln. Und das ist dann die DVD dazu. So. So, und als guten Abschluss zur DVD nehme ich dann die große Buchbox. Also ist wirklich ein großes Buch. Ich muss das mal weit weghalten. Jetzt kann man das nicht genau erkennen. Das ist die Dune Perfect Collection. Und das Ganze ist, wie schon gesagt, wie ein riesengroßes Buch aufgemacht. Und eine glitzernde Schrift hier oben drauf. Ich hoffe, man kann das auch gut sehen. Es reflektiert auch ein wenig. Und es wiegt auch einiges, das Buch. Es ist komplett in Samt gehüllt. Also hier an der Seite zum Beispiel kann man das eigentlich auch gut erkennen. Ist die ganze Box so eine Art samtiger Optik. Ist auch sehr schön weich. Und von der Seite sieht das Ganze dann so aus. Auch sehr glänzend, wunderschöne Verarbeitung. So, und von der Rückseite gibt es eigentlich nichts weiter.
sieht das dann halt so aus. Da ist überhaupt nichts, kein Flyer, kein Backcover oder irgendwas oder Zettel oder irgendwas. Das war, da war gar nichts dazu, das ist halt so. Und hier unten halt, wer die Box gemacht hat und so weiter. So. So, dann wollen wir das Ganze mal aufmachen. Das lässt sich auch relativ schwer öffnen. So, dann haben wir hier etliches drin. In der Box. Und ich werde das mal einzeln mal reinhalten. Das wäre dann einmal das Marketing-Filmprogramm. Das ist jetzt Werbung, das muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Und hier könnt ihr nochmal sehen, ein Artwork. So. Und dann haben wir hier noch ein Flyer. Naja, Flyer nicht. Das ist auf der Vorderseite ist es mehr Werbung. Und auf der Rückseite ist der Soundtrack, also die Musiktitel, die da auf der einen CD drauf sind. Müsste man eigentlich auch gut lesen können. So sind insgesamt 17 Musiktitel, aber das sage ich euch dann noch an entsprechender Stelle im Video bei den technischen Details. Das wäre dann hier das Booklet zum Film. Sieht von der Rückseite so aus. Und mal gucken, ist auch relativ starker Karton. Sehr schön bedruckt und kräftig. Ist hier das Hauptmenü. Wie gesagt, zu den Fassungen und so weiter sage ich dann noch einiges. So, nur dass ihr das mal gesehen habt. Und dann gibt es natürlich noch ein Echtheitszertifikat. Da hoffe ich mal, dass man das dann gut erkennen kann, dass diese Filmrolle, dieser Filmschnipsel, der da drin ist, ja gut, den kann man gut erkennen. Hier in der Mitte, das kennt ihr sicherlich aus Filmen wie Predator oder, ja, mir fällt jetzt nichts anderes ein, aber bei Predator war das auch so, dieses Filmcell oder wie man dazu sagt, ist da enthalten, so ein Filmschnipsel. Das ist das Echtheitszertifikat mit der Nummer 2856 von 5000 Stück. So. Und das war natürlich nicht alles, was in der Box drin ist. Da gibt es noch, ja, die älteren Semester von euch sollten das vielleicht kennen, ein sogenanntes Filmprogramm. Also meines Wissens gibt es zu diesem Film, zur damaligen Zeit, kein Filmprogramm. Das heißt, früher wurde es so gemacht, dass Filme ein extra Filmprogramm bekommen haben. Und das ist so eine nette Anekdote hier an die früheren Zeiten. Und da wurde extra ein Retro-Filmprogramm, in Anführungszeichen, da es ja keins gab, für diesen Film gemacht. Die Druckqualität ist jetzt von den Fotos nicht besonders gut gelungen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das Ganze ist so wie eine Art, ja, leicht glänzende Struktur. Wenn man das ins Licht hält, müsste man das eigentlich relativ gut erkennen können. Also die Druckqualität von den Fotos ist jetzt nicht besonders und es sieht wohl oder übel sieht es gewollt aus, als wenn die Schrift nicht ganz einheitlich ist und nicht richtig korrekt. Also da hat sich keiner an die Mühe gemacht und hat das jetzt in eine Excel-Tabelle gequetscht und hat das so detailliert reingesetzt. Das ist an manchen Stellen, wie man hier oben sehen kann, geht das alles so ein bisschen rüber und drüber. Aber sehr, sehr gut gemacht. Das Ding hat, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat. Ich glaube, das habe ich mir dann aufgeschrieben. Es hat wohl etliche Seiten. Ich werde das jetzt nicht alles... Na gut, mal gucken, wie lange das dauert. Mal ein bisschen durchblättern. Also es gibt massig Infos. Alles in Deutsch übrigens. Wenn ihr das eben noch nicht gesehen habt, das ist alles komplett in Deutsch. Das ganze Filmprogramm. Und etliches Wissenswertes über den Film, Hintergrundinfos zur Story und so weiter. Wirklich sehr schick gemacht. Plus halt das mit der Schrift ist ein bisschen hier, das ist Zeilenumbruch, war da wahrscheinlich ein Fremdwort. Das ist alles so ein bisschen über, drüber, ineinander. So, das war das Filmprogramm. Und dann gibt es natürlich noch mehr in der Box. Und zwar logischerweise die Filme,
So sieht das Ganze von innen aus. Ich werde es jetzt nicht brachial weiter aufdrücken. Ihr könnt sehen, hier drin befinden sich so eine Art Metal Case. Links und rechts. Das Ganze ist in einer Vertiefung eingedrückt. Und ich nehme jetzt hier auf der einen Seite das Ganze raus. Moment. So sieht das Ganze dann aus. So ein kleines Metallschächtelchen. Und der Schriftzug hier vorne drauf, Dune, ist geprägt. Und ihr habt hier am oberen Rand so eine Art Lasche, wo man das Ganze dann relativ unfallfrei aufmachen kann. Was ich dazu sagen muss, gleich an erster Stelle, ihr werdet sehen, liegt alles übereinander. Also ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr die Box dann habt. Das fällt auch sehr leicht raus. Das ist jetzt nicht, das ist keine Armoray Druckpunkthülle, also wo das richtig reingedrückt wird. Das liegt nur so lose, wie der Ring ist, so drauf. Das heißt, die Datenträger scheuern übereinander und bei geringsten Erschütterungen fällt das Ganze raus. Und da seht ihr hier, wir haben hier die, hier auf der Seite die Kinofassung. Das Ganze ist ein Repack von Marketingfilm. Jetzt halte ich einen Daumen drüber. Und hier ist die TV Extended Version, die ich euch eben schon gezeigt habe. Ebenfalls als DVD von Marketingfilm. Und dann zeige ich euch noch das zweite Metal Case. Moment. Sind auch die, also die Metal Case Sachen, die fallen auf jeden Fall nicht aus. Die sind richtig fest reingedrückt. Da braucht ihr schon ein bisschen Kraft, um die rauszuholen. So. Ja, wieder geprägt halt. Und da ist auch nichts anderes. Die sind quasi identisch. So, und hier drüben ist der Original Soundtrack zum Film. Als Musik-CD, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und darunter liegen dann die Special Features. Ebenfalls als DVD. So. So, machen wir das Ganze wieder zu. So, und dann gibt es natürlich etliches, was ich jetzt noch sagen kann. Deswegen, für diejenigen, die jetzt mit den technischen Sachen nicht so viel am Hut haben, die können das Ganze jetzt vorspulen. Ich werde jetzt euch zu dieser Edition, weil es da etliches zu sagen gibt, euch jetzt die Technikdetails sagen. Und zwar fangen wir am besten mit dem Kaufpreis an. Das wird einige von euch bestimmt als erstes interessieren. Ich habe für das ganze Stück bei Amazon in den sogenannten Warehouse-Deals 31,87 € bezahlt, inklusive Versand logischerweise. Und als Neuware war das Ganze eingepackt, eingespeist. Und das war wirklich top von der Qualität. Also ihr habt ja gesehen, ich hab da nichts dran geändert. Das wurde so jetzt euch vorgestellt, wie ich es bekommen habe. Und da ist wirklich kein Makel dran und nichts. Und neu, wenn ihr das Ganze jetzt noch kaufen wollt, kostet das ca. 60 € und aufwärts. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Das Ganze kam raus von Marketingfilm am 1.7.2003. Die EAN-Nummer ist ja nirgendwo hier, soweit ich jetzt weiß, drauf gedruckt. Und die werde ich euch jetzt nicht erzählen, die werde ich dann einfach ins Bild einblenden. Die ganze Box ist ab 16 freigegeben und beinhaltet die Kinofassung mit einer Laufzeit von 130 Minuten und 47 Sekunden. Und ohne Abspann sind das 127 Minuten und 33 Sekunden. Des Weiteren ist die TV-Langfassung mit enthalten. Die hat eine Laufzeit von 176 Minuten und 38 Sekunden. Und ohne Abspann sind das 173 Minuten und 10 Sekunden. Die Verpackung, habt ihr ja gesehen, ist eine große Buchbox. Die Limitierung dieser Box ist auf 5000 Stück. Und die Kinofassung hat ein Datenvolumen von 8,5 GB. Und die TV-Langfassung ebenfalls ein Datenvolumen von 8,5 GB. Die Extras habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber ich denke mal, es wird, so, wird sich ungefähr so um eine 4,7 GB DVD handeln. Und der Soundtrack befindet sich auf einer Audio-CD und beinhaltet 17 Lieder. So, und ihr habt ja gesehen, es handelt sich um zwei Filmfassungen, um die Kinofassung und die TV-Langfassung. Einen ausführlichen Vergleich zwischen den beiden Fassungen findet ihr auf meiner Filmfanseite. Dort habe ich die Kinofassung, TV-Langfassung verlinkt. Und da gibt es auch
einen Schnittbericht dazu. Könnt ihr alles auf meiner Filmfan-Seite nachlesen. Und des Weiteren habe ich euch dann noch einen Vergleich zwischen der Astro-DVD und der Marketing-DVD. Also quasi wäre das dann die Astro... Moment. Astro-DVD, Marketing-DVD war die. Astro war, glaube ich, identisch mit der... Müsste die hier, die beiden. Also ein... Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ein Vergleich zwischen den beiden, also bildtechnisch ein Vergleich zwischen den beiden Fassungen. Und ja, der Buchteil in dieser Box ist komplett in Samt gehüllt. Und die DVDs befinden sich in geprägten Metallboxen, hatte ich ja schon erwähnt. Das einzige Manko ist halt an der Edition, dass die DVDs direkt übereinander liegen und somit können unschöne Kratzer entstehen und Scheuerstellen. Ja, das Retro-Filmprogramm hat 16 Seiten, habe ich euch ja gesagt. Das Booklet dazu hat 6 Seiten. Ja, und dieses dann ist ja noch dieses 35mm Filmband mit der Limitierungsnummer dabei. Ja, dieser Film hat auch einiges an Starbesetzung, und zwar spielt er mit Paul McLachlan, den kennt ihr sicherlich aus Showgirls. Das ist, ich zeige euch den nochmal, das ist der hier im Bild. Der spielt in dem Film den Paul Muhadib. Und ja, der hat in Showgirls mitgespielt. Dann ist hier auf der Seite, habt ihr vielleicht schon einige von euch erkannt, das ist Sting, ein Sänger, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und des Weiteren, ich hoffe, dass jetzt, nee, auf der Edition ist er nicht drauf zu sehen. Ich zeige euch den nochmal. Müsste... Ach nee, in der anderen, auf der anderen Box ist der dann nochmal zu sehen. Da spielt Dean Stockwell mit, werden sicherlich einige von euch aus der Science-Fiction-Serie Zurück in die Vergangenheit kennen. Und einen muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, das werden viele von euch kennen, spielt noch mit ein Schauspieler, und zwar Jürgen Prochnow. Den kennt ihr sicherlich aus Das Boot. So, und dann kommen wir zum letzten Teil dieses Videos, und zwar zu der großen Hardbox. Und das Ganze ist von 84 Entertainment, also 84 Entertainment. Eine sehr schöne Hardbox. Von der Optik her matt und leicht samtig. Müsste man auch eigentlich gut erkennen können, dass da auch so eine Art, wie in dem Filmprogramm, ist da so eine Art leichte Struktur drauf, ganz minimal. Aber sehr kräftiger Druck, allerdings nicht besonders detailliert. Also ich halte euch das jetzt hier maximal ins Bild rein. Ihr seht, der Detailgrad des Drucks ist jetzt nicht besonders detailliert, aber sehr schön und kräftig. So, und hier auf der Seite seht ihr die Seitenansicht. Hier unten wieder mit dem Wurm drauf. Das ist die Rückseite. So. Ach ja, ich sehe gerade, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Werden einige von euch sicherlich sagen, wie kann er den nur vergessen? Habe ich jetzt gerade am Bild gesehen. Erzähle ich euch gleich noch. Also der Druck hier hinten drauf ist wirklich sehr schön gestaltet. Wunderbar mit den 10 Shots hier oben. Und hier sind die technischen Sachen. Moment. Autofokus gleich macht, was er soll. Naja, es dauert wieder. Ja, das Ganze ist jedenfalls auf 99 Stück auch limitiert. Könnt ihr hier oben sehen. Und ich habe die Nummer 53. Ja, jetzt arbeitet der Autofokus. Hier oben könnt ihr sehen, was da alles enthalten ist. Aber das sage ich euch ja noch in den Technik-Details. So, ja, eine typische Artbox. So sieht das Ganze von innen aus. Hier drin, Moment, befindet sich einmal die Blu-ray von Marketingfilm hier unten. Und die werde ich jetzt erstmal rausnehmen, vorsichtig. Und dann seht ihr des Weiteren, sind dann noch zwei DVDs enthalten. Und zwar einmal die TV-Fassung, also die sogenannte Extended-Version.
Ich weiß nicht, warum er da jetzt nicht draufgeschrieben hat, Extended. Das Ganze ist von Laser Paradise, die Scheibe. Und dann ist noch die Kinofassung mit dabei. Steht auch hier drauf geschrieben. So. Und das Ganze ist jetzt, hier unten seht ihr, dass es bidirektional aufgelegt ist. Das heißt, die Blu-ray kommt nicht in Verbindung mit den zwei Datenträgern hier oben, aber allerdings liegen hier oben zwei DVDs übereinander und die TV-Fassung, die Kinofassung, die reiben dann da drauf aneinander rum. Das ist nicht gut. Und da hätte man vielleicht irgendeine andere Lösung finden können. Auf der anderen Seite vielleicht noch so einen Eindruck machen können, dass man den Datenträger hier drüben hätte reinmachen können. Aber naja, das ist halt nun mal so gelöst worden und da kann man nichts mehr dran ändern. So. Eine sehr schicke Hardbox, 99 Stück limitiert. Und ja, hier könnt ihr ja sehen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Den Namen vergesse ich immer, ich sage immer Jean-Luc Picard. Der spielt hier auch mit, das ist der Schauspieler von Star Trek. Und das hatte ich schon auch vergessen. Und ich sehe gerade, auf der Verpackung ist er auch nicht mit drauf zu sehen. Da muss ich doch noch mal ganz kurz nachschauen, damit ich euch noch ein Bild von ihm zeigen kann. Ja, hier ist er drauf zu sehen. Hier sieht man es noch mal. Hier links im Bild ist Jürgen Prochnow und hier drüben ist Dean Stockwell. Aus seinen jungen Jahren, noch mit Schnauzbart. Und hier unten Paul McLachlan nochmal. Und hier unten sieht man noch eine Szene, wo das Ding noch mehr drauf zu sehen ist. So, und dann kommen wir jetzt zum Technikdetails von dieser Hardbox hier. Und zwar war das Ganze von 84 Entertainment veröffentlicht am 1.12.2010. EAN-Nummer hat das Ganze keine, eine Freigabe von FSK 16. Die Blu-ray enthält meines Wissens eine etwas längere, oder ich glaube, das ist die Kinofassung, und sie läuft 136 Minuten und 18 Sekunden und ohne Abspann ist das Ganze 132 Minuten und 56 Sekunden lang. Die DVD-Kinofassung, die Laufzeit ist identisch, ist eine Laser Paradise-Veröffentlichung gewesen. Und die TV-Langfassung ist ebenfalls ein Repack von Laser Paradise. Und die Verpackung ist eine große Hardbox mit einer Limitierung auf 99 Stück. Die Blu-ray, da es sich ja um ein Repack handelt, hat ein Datenvolumen von 25 GB und die beiden DVDs ein Datenvolumen von 8,5 GB. Was ich eben schon erwähnt hatte, ist ein kleines Manko, dass die DVDs direkt übereinander liegen und die Blu-ray liegt einzeln. Das hätte man vielleicht, wie gesagt, anders lösen können, ist aber halt nicht so. Auf meiner Filmfan-Seite findet ihr auch hier wieder einen Vergleich zwischen der Kinofassung und der TV-Langfassung und allerdings nur ein Bildvergleich zwischen der DVD und der HD-Disc. Und die Blu-ray aus dieser großen Hardbox ist ein Repack von Sunfilm Marketingfilm. Und die TV-Fassung und sowohl Kinofassung ist ein Repack der Laser Paradise Edition. Also das Ganze ist auch einzeln erhältlich, wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte. Die Blu-ray, muss ich noch dazu sagen, ihr werdet auch erkennen, anhand von dem Bildvergleich gibt es mittlerweile zwischen der französischen und noch irgendeiner gibt es da Bildvergleiche von den Blu-rays. Werdet ihr sehen, dass der Bildausschnitt an einigen Stellen, also nicht an einigen Stellen, dass der Bildausschnitt gezoomt ist. Das Bildformat der Blu-ray ist 2,35:1 und das Bildformat der Kinofassung ist 2,29:1 und das Bildformat der TV-Langfassung ist 1,31:1. Also ihr merkt schon anhand von den Zahlen, da wurde etliches dran rumgeschraubt und gemacht und jeder favorisiert bei dem Film seine eigene Fassung, weil die Bildinformation ist ganz deutlich an der einen Stelle erkennbar, wo der große Tank mit dem einen, ich weiß jetzt nicht genau worum es da ging, auf der einen
einen Szene wird dann so ein großer Tank mit so einem Alien reingeschoben ins Bild. Und dann sieht man links und rechts daneben die Garde oder Leibwache davon. Und da sind ca. 3-4 Leute im Bild. Und je nach Bildformat sind dann nur noch 2 Leute im Bild zu sehen. Das ist schon sehr stark beschnitten. Also wir reden hier nicht von ein paar Millimetern, sondern um Zentimeter. So, bei dem Preis kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr dazu sagen. Ich habe, soweit ich jetzt noch weiß, so um die 40 Euro waren es, für diese große Hardbox hier bezahlt. Und seitdem habe ich die nie wieder gesehen und ich beobachte das schon mindestens über ein Jahr. Ich schätze mal, die wird so bei Sammlern um die, schätze ich mal, 70 bis 100 Euro liegen, weil das Ganze, wie gesagt, auf 99 Stück limitiert war. Aber wer sich jetzt den Spaß nicht machen möchte und die große Hardbox nicht braucht oder generell was gegen Hardboxen hat, der kann sich ja auch gerne die Sandfilm Marketingfilm Blu-ray in der Einzelveröffentlichung holen. Das Ganze gibt es als als Amaray mit Schuber beziehungsweise ganz schlicht ohne. Da gibt es noch eine Neuauflage, da ist nicht mal ein Schuber mehr dabei. Das wird wohl so um die 10 Euro liegen. Und wer jetzt keinen Blu-ray-Player hat oder das Ganze nicht auf Blu-ray braucht, weil er sagt, die Bildqualität ist nicht gut genug oder wie auch immer, der kann sich das Ganze auch auf DVD holen. Und die Laser Paradise bzw. Marketing-Filmscheiben sind auch nicht besonders teuer. Die liegen so zwischen 5 bis 10 Euro. Wobei ich euch immer zu den Marketing-Filmscheiben raten würde, weil die digital nochmal überarbeitet wurden. Und bei Laser Paradise ist die Bildqualität dementsprechend nicht besonders gut gelungen. So, ja, das wäre es jetzt eigentlich zu diesen ganzen technischen Sachen. Und ihr habt gesehen, es gab einiges zu sehen in dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet für dieses Video oder mir ein wenig Feedback gebt in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, schaut euch auch bitte meine anderen Videos an. Und ja, ich habe auch eine Facebook-Seite, wisst ihr ja. Und da würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Gefällt mir da lassen könntet. Beziehungsweise schaut auch auf meiner Filmfan-Seite vorbei. Dort findet ihr übrigens halt alle Bilder und alle technischen Details nochmal in der großen Übersicht. So, ich werde das nochmal hier reinlegen, damit ihr sehen könnt, was noch alles in dieser Folge zu sehen war. Die Amarays, also hier die unten im Bild, die DVDs habe ich natürlich jetzt aus, naja, sammlertechnischen Gründen nicht mit reingenommen. Da gibt es nicht viel zu sagen, die habe ich weggelassen. Auf meiner Filmfanseite findet ihr hier oben diese Perfect Collection und hier drüben diese große Hardbox. Ach ja, mir fällt noch ein, es gibt allerdings auch noch ein sogenanntes Spice Pack, fast identisch hier mit dieser Auflage. Und da sind auch nur die DVDs, in Anführungszeichen nur die DVDs drin. Das Ganze ist ebenfalls auf 5000 Stück limitiert und kostet bei Amazon so um die 40 Euro. Also wer jetzt eine schöne Edition als DVD haben will, als Abschluss in seiner Sammlung, der könnte dann das Ganze in dem Spice Pack holen. Das kostet nur 40 Euro, weil die, wie gesagt, hab ich ja den Preis gesagt, so ab 60 Euro. So, und das war's nun wirklich. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, euer MovieFan1982 sagt tschüss, schönen Tag noch und danke fürs Zuschauen.